Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, wir sind hier an der LISPO im Lolli-Studio und ich habe hier jemanden zu Gast bei mir. Das ist der Carmelo Besenti. Er ist Theaterbuchautor und Buchredner. Vielleicht sagt euch der Name Carmelo Besenti nicht so viel, aber ihr habt ganz sicher schon das eine oder das andere von seinen Theaterstücken gesehen, die er geschrieben hat. Seine Theaterstücke sind immer ziemlich humorvoll, ziemlich mit lustigen Sachen gespickt. Carmelo Besenti, was bedeutet dir persönlich, zu lustig sein, zu können lachen? Also für mich selber ist es etwas sehr Wichtiges, in der heutigen Zeit vor allem. Und mit Leuten zum Lachen kann bringen, ist es immer etwas sehr Gutes. Hallo! Hallo? Hallo! Wer ist da? Oh, da ist auch noch jemand da. Moment, ich muss gerade schnell schauen. Bist du nicht alleine gekommen? Nein, ich habe natürlich jemanden mitgebracht heute. Aha. Ganz genau. Ja, schau mal da. Wer Hallo. Bist du? Ich bin der Rico. Ciao, Rico. Ciao, wie geht's denn dir? Ja, mir geht's gut, aber eigentlich haben wir mit dir nicht gerechnet. Nicht? Nein, wo kommst du her? Ja, aber ich dachte, du wartest jetzt da. Ja, nein, ich drunter in die Kiste hinein. Ja, aber eigentlich möchte ich jetzt ein Gespräch führen mit dem Carmelo Besenti. Also, wir können dich nicht gut brauchen im Moment. Doch, du kannst mich schon brauchen, du, gell? Du bist ein Laferi, du. Ja, nein. Also, du musst jetzt einfach ein bisschen warten, bis wir hier fertig sind. Muss ich warten? Ja, du musst jetzt warten. Sofort? Ja, sofort. Sicher? Ja, ganz sicher. Wie heisst denn du? Ich bin Marianne Batosch. Das ist Marianne Batosch. Und du bist Rico. Der Rico, ganz genau, ja. Ja, aber sag mal, was machst du jetzt da? Ja, ich wollte die Liste anschauen und eine Bratwurst essen. Hast du so gerne Bratwurst? Oh, das ist mein Lieblingsgericht, der Bratwurst von der Liste. Okay, gut. Aber ich denke, jetzt musst du einfach noch einen Moment warten mit der Bratwurst. Das ist eine gute Idee. Lass mal zurück und wir machen etwas ab. Ich tue dich zurück in die Kiste und dann gehen wir zusammen eine Bratwurst essen. Eine Bratwurst von der Liste? Ganz genau. Okay. Tschüss, gell? Tschüss, Rico. Okay. Mach's gut. Bist schön still, gell? Ja, ich sag jetzt nicht nein. Prima. Wunderbar. Da kommt man wirklich fast nicht zu Wort bei dem. Ja, ich bin immer noch da. Hallo. Hey. Ja, du sollst jetzt still sein. Ja, ich sag ja jetzt gar nicht nein. Okay, ist gut. Prima. Ist er immer so? Ja, er ist immer so. Ja, ja. Ist noch anstrengend. Ja, zwischen ihnen. Für das ist eben Kiste, gell? Da kann man ihn schön wieder rein. Ja. Prima. Also das ist noch so gebig. Der Rico, glaub, der sagt manchmal Sachen, die der erwachsene Carmelo Besenti nicht so darf sagen oder nicht wagt zu sagen oder immer nicht so. Mhm. Was geht dir so vor, wenn du da so kannst, den Leuten wirklich Sachen sagen, die du sonst nicht könntest? Das ist natürlich ein grosser Vorteil, wenn man eben so einen Partner hat wie der Rico. Oder? Der darf natürlich Sachen sagen, die ich weniger sagen kann. Weil wenn er etwas sagt, wird es immer nicht ernst genommen, also man ist nicht böse auf ihn. Und von dem her hat man natürlich gewisse Narrenfreiheit. Jetzt, du bist eben Buchredner, darum funktioniert das auch so mit dieser Puppe. Wie ist denn das, wenn ich Buchredner oder Buchrednerin werde? Braucht es da bestimmte körperliche Voraussetzungen, einen bestimmten Bauch oder wie läuft es? Also, eigentlich ist es so, dass man von der anatomischen Seite her, vom Körperbau und so weiter, dass eigentlich jeder könnte Buchredner. Wenn man das Buchredner umschreiben will, mit einfachen Worten, ist es eigentlich ein Reden ohne das Maul bewegen. Aber mit dem allein ist es natürlich nicht gemacht. Es braucht natürlich sehr viel Übung. Und man muss vor das Publikum herstehen, man muss einen Partner haben, man muss Ideen haben, wie dass man das kann schreiben und dass man selber einen Test machen kann. Aber jetzt noch eben beim Technischen bleiben, ist es wirklich im Bauchhunger, wo man redet? Oder wo redet man denn eigentlich? Nein, eigentlich redet man mit den ganz normalen Stimmbändern. Und wie man normal redet, aber einfach ohne, dass man das Maul bewegen. Und darum bin ich jetzt still. Ja, du sollst jetzt still sein, oder? Das ist ein Donnerwetter. Ja, also, genau. Eben so ist es. Dass der ganze Tag so geht, ist das relativ anstrengend. Richtig, ja. Dein Ziel ist ja, die Leute zu unterhalten, lustig zu sein. Aber mit Niveau siehst du. Wo hört denn für dich das Lustigsein, der Spass auf?
Also vor allem, wenn man unter Gürtellinie geht. Also wenn man Leute bloßstellen mit vollen Sprüchen etc., sei es ein sexistischer Witz oder so, das ist etwas, was mir nicht liegt. Das mache ich gar nicht. Also es muss mit Niveau sein und nicht unter der Gürtellinie. Jetzt kann ich anders fragen, was ist denn lustig? Das ist natürlich auch immer eine schwierige Frage. Aber mit der Zeit, dass ich jetzt 14 Jahre mit dem Buch rede, und es ist immer ein bisschen probieren, also wenn ich eine Idee habe, für eine neue Gag zu machen mit dem Rico zusammen, dann kann ich das ausprobieren beim Publikum und es gibt auch manchmal Ideen, die ich nicht ankomme und dann nimmt man das wieder raus und probiert etwas Neues. Es ist noch schwierig, ich kann nicht sagen, was ist lustig. Man muss es spüren und ausprobieren und dann kommt man drauf. Jetzt bist du ja nicht nur ein erfolgreicher Buchredner, sondern eben so ein erfolgreicher Theaterautor. Sind eigentlich sehr verwandte Tätigkeiten, wenn man davon ausgeht, dass man ja irgendwo Geschichte erfindet und Geschichte erzählt. Und eben möglichst auf eine lustige Art. Andererseits hat es gleich sicher grosse Unterschiede. Was ist für dich so der Hauptunterschied, wenn du an das hergehst? Also, was parallel sind oder ähnlich sind, das ist, dass man eine Geschichte ausstudieren muss. Beim Theater schreiben etwas anderes. Also, ich muss eine Idee haben, muss eine Geschichte schreiben. Und für eine Buchrednershow muss ich auch eine Idee haben und Geschichte schreiben. Und bei der Buchrednershow mache ich dann auch meine eigene Regie und kann das mit dem Rico ausprobieren. Und beim Theater schreibe ich es zwar auch mit Regieanweisungen, aber schlussendlich die einzelnen Regisseure, die nachher das umsetzen, wie sie wollen. Also, ich habe dort hier nicht mehr den Hang im Griff, wie das Theaterstück gespielt wird oder umgesetzt wird. Ja, wie ist denn das? Also für jetzt vielleicht mal dort noch anzuhängen. Du siehst vielleicht manchmal deine Theaterstücke und kennst du die vielleicht fast nicht mehr, weil sie ja, ganz anders inszeniert werden, wie das du dir das vielleicht ursprünglich gedacht hast. Wie ist das für dich, wenn du das so siehst? Muss ich ein bisschen zurück, wenn ich ein Theaterstück schreibe, dann, während dem Schreiben vorstelle ich mir das bildlich vorstellen. Also, dann sehe ich die Szene auf der Bühne, wie das, das sollte ablaufen. Aber das ist meine Idee. Und wenn ich nachher so Theater schaue, und bis jetzt bin ich meistens positiv überrascht gewesen, dann kommt meistens nachher die Frage von der Schauspieler oder auch von der Regisseurin oder vom Regisseur, haben sie so gespielt, wie ihr nach das gedacht habt. Und dann sage ich meistens, ich habe einfach das Theater geschrieben. Aber die Umsetzung ist die Theatergruppe, die das macht. Dort habe ich eigentlich keinen Einfluss mehr auf das. Und ich gehe auch nicht mit der Erwartung ins Theater schauen, weil eben die Regisseurin oder der Regisseur haben nachher die Möglichkeit, ihre eigene Fantasie noch zu entwickeln. Du hast mir einmal gesagt, dass wenn man Theaterstück schreiben will, dass man eigentlich auch selber gespielt haben müsste. Was ist denn der Grund für das? Ein Theaterstück ist ja etwas sehr Komplexes, also mit einem Anfang und einem Schluss. Und das muss innerhalb, es kommt darauf ab, ob es ein Zwei-Akter, Drei-Akter oder Ein-Akter ist, aber in einer gewissen Zeit muss die ganze Abhandlung da sein. Also vom Anfang mit der ganzen Geschichte und am Schluss muss ein Schlusspoeta da sein oder etwas. Und wenn man Theater selber gespielt hat, dann hat man natürlich die Möglichkeit und weiss, wie das ablaufen muss. Also es ist im Prinzip wie eine Schule, dass man weiss, so soll das Theaterstück sein. Weil sonst am Schluss hört man nicht mehr auf oder es ist viel zu kurz und hat einfach die Zeit nicht im Griff. Ich glaube, der Rico tut da wieder ein bisschen mützeln. Hallo! Ja. Eigentlich war er jetzt aber sehr brav. Ja, würde ich sagen. Also, er hat sich wirklich still gehabt. Das war ganz brav. Er hat wirklich jetzt seine Bratwurst verdient. Hast du das gehört? Ja, ich habe es gehört. Ich habe den grossen. Ja, mit was willst du den Senf oder Ketchup? Ja, nicht deinem. Okay, wir gehen gerade. Das überkommt jetzt aber. Jetzt macht er einen Rundgang und irgendwo gibt es ganz, ganz sicher Bratwurst. Genau. Ich wünsche dir toi, toi, toi für deine weiteren Auftritte. Und mir wünsche ich für mich, dass du noch möglichst viele lustige, spannende Theaterstücke schreibst. Danke vielmals. Merci.